Ja, ich sag mal einen guten Morgen. Ihr seid ja auch wirklich richtig auf Franks Modellbahn YouTube-Kanal. Hier ist der Markus und der Frank sitzt neben mir. Der muss heute Auto fahren. Der begrüßt euch jetzt mit Sicherheit auch. Ja, hallo Freunde der Sonne, hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Ja, Markus hat schon angekündigt, heute sitzen wir im Auto, es geht nach Hameln. Und was wir dort im Einzelnen vorhaben, das erfahrt ihr dann später. Ihr dürft gespannt sein. Ja, genau. Ihr dürft sehr gespannt sein. Ich sag mal auch bis später. So, wir sind inzwischen in Hameln angekommen. Ja. Schönes Wetter, optimal für den 23. Oktober, optimales Wetter, kann man nicht anders sagen. Und wo sind wir? Wir sind bei, Augenblick, gleich werdet ihr sehen, bei MacMyers. Ja, noch MacMyers. Es wird aber bis Ende des Jahres soll es umgeschriftet werden. Train Store and More heißt das dann. Ist ein Fachgeschäft mittlerweile. So, und da gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, was es da alles so Schönes gibt. Bis gleich. Ja, die Spannung steigt. Der Markus ist schon vorgegangen. Wollen doch mal gucken. Das sieht schon alles sehr vielversprechend aus. So. Ja. Morgen. Morgen. Ja, und wie ihr seht, wir sind hier gerade in der Abteilung für gebrauchte Waren. Es gibt hier alles. Schienen, hier oben zum Beispiel Trix Express, Waggons von allen möglichen Marken. Also, da schlägt das Modellbahnherz doch gleich schon mal höher. Einfach faszinierend zu sehen. Ja, ich will mal nicht zu stark wackeln mit der Kamera, nicht, dass euch am Ende noch schlecht wird. Das wollen wir doch nicht. Ja, hier gibt es wirklich alles. Ein wahres Paradies für Modellbahnfreaks. Oh ja. Ja, und der Markus, der ist auch schon ganz begeistert. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Bis dahin. Ja, Leute, ich stehe jetzt vor einem Regal mit zig gebrauchten Lokomotiven von Märklin und Primex. Also, ich könnte hier glatt dem Kaufrausch verfallen. Aber ich denke, wie bei den meisten von euch, ist das Budget begrenzt und man muss sich sehr zusammenreißen. Ne? Ist aber wirklich mal schön, hier so ein bisschen zu stöbern, zu gucken. Immer wieder toll. Auch hier in der Vitrine. Super Modelle. Und ja, ich bin hin und weg. Lasst es einfach mal so auf euch wirken. Es hat einfach was, ne? Auf jeden Fall für mich persönlich kann ich nur sagen, und da spreche ich auch für Markus, für uns ist Hameln nicht allzu weit weg. Und hier kann man vielleicht des Öfteren mal hinfahren oder zumindest mal im Internet schon mal ein bisschen vorwegstöbern und dann mal konkret zuschlagen. So, Freunde, und wie ihr sehen könnt, Markus hat zugeschlagen und hat sich Fleischmann-Modelle geholt. Er wirkt auch recht zufrieden. Ich nehme noch so eine Esotü-Tasche hier, ne? Ja. Also könnt ihr euch schon mal vorstellen, beim nächsten Video werden wir dann diese Waggons im Einsatz zeigen. So, Freunde, schwer bepackt kommen wir gerade raus aus dem Train Store in Hameln. Ja, und wir sind fündig geworden. Der Ja. Markus
grinst wie ein Honigkuchenpferd, ist ja, bestens nicht zufrieden. Nur der Markus, weißt du, was der Frank hier zufrieden ist. Und ich hätte jetzt auch fast gedacht, dass er sich ein eigenes Geburtstagsgeschenk für den 2. Dezember macht. Aber ich glaube, er fährt nächste Woche oder übernächste Woche mit mir nochmal hin. Wer weiß, kann alles noch sein. Wir müssen mal schauen, ne? So, jetzt zeigen wir euch mal ganz kurz noch, was wir hier eingekauft haben. Wir sitzen jetzt hier vor dem Laden, seht es uns nach. Wir packen jetzt nicht alles aus, wir zeigen es nur ganz grob und erzählen 2, 3 Sätze dazu. Augenblick, geht gleich weiter. So, was hält der Markus in der Hand? Drehgestellabteilwagen der königlich-preußischen Eisenbahnverwaltung von Fleischmann. Schönes Modell. Kann man nicht meckern, ist wirklich wunderschön. Und wenn man mal in seine Tüte guckt, da ist noch mehr drin. Ja, da ist noch ein bisschen was drin, ne? Wollen wir noch mal schauen, was er uns da noch zu bieten hat. So. Ja, das sind noch weitere Abteilwagen. Alle von Fleischmann in einem super Zustand. So wie ich das überblicken kann, ist das meiste aus Epoche 1, der KPEV. Aber es sind auch, glaube ich, ein oder zwei Waggons der Epoche 2 mit dabei. Aber das kann man ja durchaus mal mischen. Das macht nichts. Was ich präsentieren wollte, zwei wunderschöne Modelle. Einmal ein Westmilchbulli, der erinnert mich an meine Kinderzeit. Weil ich komme ja aus Bielefeld und wir hatten ja ein Westmilchproduktionswerk in Bielefeld. Und das ist halt so ein Milchwagen, wie er früher rumfuhr, auf den kleinen Dörfern. Und der dann rausverkauft hat, seine Ware. Und als Bielefelder gibt es einen neuen Mönckemöller-Zug von Viking. Den musste ich einfach haben. Meine Mönckemöller-Spedition wächst also. Ja, Frank grinst schon wieder. Ja, wir gucken mal weiter. So, was hat der Frank sich denn gegönnt? Ja, nichts Dolles im Prinzip, aber ich wollte es euch einmal gezeigt haben. Hochbordwagen. Beladen mit Kohle, in einem sehr guten Zustand von Märklin, in Bundesbahnausführung und das gleiche, Entschuldigung für die Kameraführung, das ist nicht so ganz einfach, der Schweizer Bundesbahn. Und last but not least, konnte ich nicht nein sagen, nein, das ist der falsche Waggon. Wo ist er? Da ist er. So, will ich euch auch nicht vorenthalten. Ein Interregio-Wagen, noch aus Bundesbahnzeiten, also mit dem schönen DB-Keks, als Eurofima-Wagen, erste Klasse. Ja, der komplettiert meinen Interregio noch und wird später alles mal im Einsatz gezeigt. Ihr dürft gespannt sein. Und die Personenwagen haben alle Nebenschacht-Kurzkupplungsaufnahme. Ja, Leute, das war's von uns. Wir sagen erst einmal Tschüss. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke für euer Interesse. Bleibt anständig. Euer Frank. Und Markus. Entschuldigung. So, liebe Freunde, ich habe mich eben ein bisschen zu früh verabschiedet. Ich wollte euch doch jetzt mal zeigen, was ich so alles ersteigert habe. Hier ein Hochbordgüterwagen von Märklin. Ausführung SBB. Und bevor ich die Modelle jetzt auf die Reise schicke, wird natürlich erst einmal das Preisschild abgemacht. Das kommt als erstes dran. So, dann gucken wir uns einmal die Räder an. Die rollen eigentlich ganz gut. Sind auch noch relativ gut in Schuss. Werde ich gleich mal mit Isopropanol ein bisschen noch sauber machen und dann geht's weiter. Ja, der zweite im Bunde, auch ein Hochbordwagen. Diesmal in Bundesbahnausführung. Und ja, auch hier machen wir das Preisschild erstmal ab. Das brauchen wir nicht. Einen relativ guten Kurs geschossen. Sieht eigentlich recht passabel aus. Was mir gefällt, ist beide mit Beladung. Und wer meine Videos gesehen hat
weiß, dass ich in einem Video mal gezeigt habe, wie ich selber Beladung hergestellt habe, um die Güterwagen damit zu beladen. So, und der letzte im Bunde, da freue ich mich eigentlich recht besonders drüber, ist ein Interregio-Wagen von Märklin, Maßstab 1 zu 100, aber das stört mich nicht. Maßstäblich lang kann ich sowieso nicht fahren, dazu sind meine Radien zu eng, ihr kennt meine Anlage, zumindest die meisten von euch. Auch hier werden wir erstmal das Preisschildchen entfernen. So, der muss auch erst einmal gereinigt werden, also die Räder sind schon ein bisschen dreckig. Ist halt ein gebrauchtes Modell, aber das macht nichts. Was mir gefällt ist, Kurzkupplungskulisse, ja, ist eigentlich heute Standard und auch schon vorbereitet für stromführende Kupplung. Ihr wisst, dass ich, oder die meisten von euch wissen, dass ich ja angefangen habe, meine Züge nach und nach mit Innenbeleuchtung auszustatten. Und der Interregio, der bei mir auch fährt, wird der nächste sein, der mit Beleuchtung ausgestattet wird. Dazu dann ein separates Video. Ja, ich werde jetzt die Modelle ein bisschen sauber machen und dann sehen wir uns auf der Anlage gleich wieder. Ja, und hier seht ihr die beiden neuen Hochbordwagen eingereiht in einen Güterzug, bestehend aus mehreren Hochbordwagen, alle beladen mit Kohle. Gezogen wird das Ganze von einer 50er. Ja, über die kleine Anschaffung freue ich mich, bereichert meinen Güterwagenpark und so ein Kohlezug macht auch irgendwie immer was her. Als nächstes im Bunde seht ihr den Interregio erste Klasse Wagen, Eurofima Ausführung, hier im Einsatz mit einem Interregio, gezogen von einer 111. Ja, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich jetzt aber wirklich für heute von euch. Danke für euer Interesse. Bleibt anständig, bleibt sauber. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Frank und auch diesmal von Markus, der zwar jetzt nicht dabei ist, aber bei diesem Video mitgewirkt hat. Bis dahin und tschüss.